Hallo meine lieben Freunde, die Woche ist geschafft, Weihnachten ist vorbei. Ich habe euch ein kleines bisschen gezeigt, wie das bei uns abgelaufen ist, so in etwa. Wir haben dieses Mal keine Bescherung bei mir zu Hause gemacht, in meiner Wohnung, sondern haben das komplett bei meinen Eltern verrichtet, sozusagen. Wir waren am ersten Weihnachtsfeiertag schön essen in einem Restaurant, da wollte ich die Kamera jetzt nicht so mitschleppen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag haben meine Eltern dann nochmal eingeladen zum Essen. Die haben dann, beziehungsweise haben wir da Pizza bestellt, ne? War also auch eine ganz coole Geschichte. Ja, dann waren die Weihnachtsfeiertage vorbei. Ich musste ja Donnerstag und Freitag arbeiten, allerdings mit etwas verkürzteren Arbeitszeiten. Heute ist Freitag, das heißt, ich habe seit heute 13 Uhr Schluss und habe ja, wie ich es auch schon mal angemerkt habe, glaube ich, ab jetzt eine Woche Urlaub. Das heißt, die Kids sind jetzt bei mir, sind ja noch Ferien. Ja? Wir sind ja hier in Hessen. Da haben wir noch die ersten beiden Januarwochen Ferien. Und die erste Januarwoche habe ich mir jetzt gegönnt. Ne? Haben wir natürlich ja auch noch den, also Silvester hatte ich eh Urlaub. Dann kommt Neujahr am Dienstag. Und dann sind es ja nur Mittwoch, Donnerstag, Freitag, drei Tage. Die habe ich mir dann jetzt noch gegönnt. Und von daher, ja, wie ihr seht, bin ich gechillt, ne? Joggingbuchse, die rote musste jetzt erstmal in die Wäsche, die rote Weihnachtsbuchse, die blaue Weihnachtsbuchse auch. Ich sitze hier und bin, wie gesagt, ein bisschen am Lesen. Mein Sohn ist da, der beschäftigt sich in seinem Zimmer. Die Tochter, die ist noch bei ihrer Mutter, die wird aber jetzt auch demnächst hier eintrudeln. Und dann beginnt nicht nur das Papa-Wochenende, sondern eben auch der Papa-Urlaub bis nächsten Freitag. So viel dazu. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt noch groß erzählen soll. Es ist jetzt mittlerweile 17.30 Uhr. Das heißt, so in einer halben Stunde ungefähr werde ich dann hier die Tiere füttern und anschließend ganz gemütlich Abendessen machen. Das gibt es heute ein bisschen später, weil Kids auch relativ spät Mittagessen hatten. Und dann möchte ich einfach sonst nichts mehr machen. Ja? Bisschen auf der Couch chillen, bisschen Netflixen, bisschen Buch lesen, bisschen Käffchen trinken. Ansonsten ist nichts Großes geplant. Ich habe auch keine Ahnung, wie das Wochenende aussehen wird, weil ich einfach mal nichts geplant habe. Das ist sehr entspannend, kann ich euch sagen. Ja, ich werde euch versuchen, auf dem Laufenden zu halten. Wir müssen mal schauen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit für das Video. Ne? Kann ich also heute und morgen noch ein kleines bisschen was filmen. Morgen wollte ich noch ein paar Drohnenaufnahmen machen, wenn es nicht regnet oder schneit. Ne? Sieht aber nicht so aus. Und ansonsten, ja, bleibt es einfach dran, gell? Dann werdet ihr schon erfahren, wie es weitergeht. Ne? Hallo meine lieben Freunde, das war's wieder mit dem Video. Wir haben es geschafft, ja, wir haben die Woche rumgebracht, heute ist Sonntag, das heißt morgen ist Silvester. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen tollen Jahresabschluss, ein tolles Silvesterfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bedanke mich für die vielen Klicks auf meine Videos im vergangenen Jahr. War am Ende so ein bisschen ein Durchhänger mit etwas weniger Videos, aber ich sage es immer wieder, ich bemühe mich, dran zu bleiben, öfter mal die Kamera mitzunehmen, mitzuschleppen und auch die Drohne, die ich mir ja gegönnt hatte, endlich öfter mal einzusetzen. Müssen wir natürlich immer ein bisschen wetterbedingt schauen, dass es funktioniert, weil im Regen darf ich sie natürlich nicht fliegen, im Schnee dann auch nicht. Und ja, ansonsten bleibt mir nur Danke zu sagen, danke für die vielen, vielen Views. Wir haben mittlerweile 183 Abonnenten, ist eine super geile Zahl, freut mich unheimlich. Die Klickzahlen auf die Videos freuen mich unheimlich. Würde mich freuen, wenn es im neuen Jahr auch so bleibt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag um 18 Uhr. Und da werde ich euch dann ein bisschen zeigen, wie ich mit meinen Kids zusammen, der Esel nennt sich immer zuerst, Silvester verbracht habe. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Ich habe ja dann jetzt erstmal eine Woche Urlaub. Bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss, ciao, macht's gut. Euer Bergmann.